So, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Plump und ich begrüße euch im Textor Simulator. Die zweite Folge. In der ersten Folge haben wir unseren Laden eröffnet, die ersten Handyhüllen verkauft, ein paar Kabel dazu. Und ich werde jetzt den nächsten Tag einläuten und dann werden wir sehen, was unser Kollege, der Willi, Whisky Willi, da vorne läuft er. Er ist gerade am Weg, sich einen Schlafplatz zu suchen. Ist ja schon 23 Uhr. Und ja, werden wir sehen, was er aufgehackt hat. So. Ein neuer Tag bricht heran. Wir müssen den Laden wieder öffnen. Alles klar, die Regale sind gefüllt und ihr könnt shoppen, was das Zeug hält. So, wo ist denn der Whisky Willi? Cool, wenn wir jetzt direkt am ersten Tag vorne morgens. Da ist er. Kann man schon mit dir reden? Nee, ne? Schade. So, ach, ein Kunde steht schon an der Kasse. Alles klar. Jawollo. Gerade mal gucken. Produkt des Tages. Ach, ist das hier mit dem Herzchen drüpp? Ein Meteorit wird heute Nacht auf der Erde ein. Das hatten wir schon. Alles klar. Aber ist ja nicht passiert. Weil alles noch da. Ich sehe ihn nicht. So, dann gucken wir mal, wer unseren Laden alles besucht. Ist ja jetzt gerade Mittag. Die Zeit vergeht eigentlich relativ zügig, ne? Dafür, dass so wenig Kunden kommen. Naja, wir werden sehen. Wird sich schon irgendwie machen. Das könnte sein, dass jetzt weniger Leute kommen. Weil hier der Laden gegenüber aufgemacht hat, ne? Das ist ja schon ein bisschen bescheiden, ne? Hier den... Kennen wir uns noch nicht, aber kommen wir in meinen Laden, dann kann jetzt mich kennen. Da kommt jemand. Hallo, erstmal begrüßen. Hallo. Jo, moje. Na? Bisschen nett sein zu den Kunden. Die kaufen alle hier dieses schwarze Handy. So, die Kiste wieder hinstellen. Bisschen wenig Verkehr gerade hier beim Laden. Der Tag wird irgendwie mau, glaube ich. Wir haben noch nicht wirklich was verkauft. Scheiße. Oh, da, wir wollen den Kunden ja nicht im Weg stehen. Hallo, er und herzlich willkommen. So. Ich weiß gar nicht, was ist das? Ist das ein Mauspad auch? Das hier unten? Könnte auch sein, ne? Ja, komm rein. Kauf, was du willst. So. Junge, Junge, Junge. Direkt drei Artikel gekauft. Bin mal gespannt, ob wir irgendwann mal so viel Geld machen, dass wir auch uns dann den zweiten Lieferanten leisten können. Also damit bekämen wir ja mehr Produkte, eine größere Vielfalt und vielleicht würden die Kunden dann auch mehr kaufen. So, zwei Handyhüllen. Ich werde diesen Laden empfehlen. Das ist sehr gut. Thank you. Mach es gut. Na, Kollege? Ach, guck mal, der liebt diesen Laden. Sehr cool. So, jetzt haben wir heute nicht ganz so viel Umsatz gemacht wie die Tage. Aber den können wir wegtun. Es war noch okay, würde ich sagen. So, wie viel ist hier noch drin? Geh. Nichts mehr. Können wir die Karton wegschmeißen? Ich muss mal sagen, das ist auch ganz schön viel Müll, der da anfällt, ne? Also. Und da jetzt noch ein Handy ist noch drin. So, hier haben wir noch Kabel. So, die sind noch aufgefüllt. Zwei Stück sind da noch drin. Zack, 23 Uhr erreicht, kein Kunde mehr da. Wir gucken mal, was im Shop. 13,8, da können wir noch einen von bestellen und dann war es das für heute. Also da ist wirklich nicht viel weggegangen. So, zack, zack, einen bestellt. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir mussten noch $200 haben
um den zweiten Manager, Anbieter, $200, um das hier freizuschalten. Genau, das machen wir. Jetzt haben wir natürlich kein Geld mehr, um bei denen noch irgendwelche Produkte zu kaufen. Scheiße. Naja, egal. Wir haben auf jeden Fall den nächsten Anbieter und werden jetzt nach und nach die Produkte von dem bei uns etablieren. So. Und jetzt, wo nichts mehr zu tun ist. Na, Willi? Jetzt, wo nichts mehr zu tun ist, werden wir den Tag beenden und morgen. Wir haben nur ein Einkommen von $199 gehabt. Krass. Die ersten Tage waren viel, viel, viel besser. Ja, was ist mit dir, hä? Eisendreck. Naja. Man muss die Preise ein bisschen senken. Also ich würde gerne lieber ein bisschen mehr einnehmen, aber gut, so ist das. Es gibt was? Ach so, ja, ja, das habe ich noch nicht. Das ist bestimmt hier. Das hier wollte der, ne? Warte mal. Hat. Also, ich glaube, das hier wollte der. Ich glaube schon. Safe Zone. Wo ist Safe Zone Elite? Ja, keine Ahnung. Oh, die ballern schon alle richtig rein, oder? So, wir könnten ja jetzt mal noch ein Produkt von denen kaufen. Also wir haben immer gekauft das und das. Also, das wäre dann Safe Zone Elite, wäre der nächste. Davon kaufen wir jetzt mal einen. Zack. Jetzt mal abkassieren. Natürlich jetzt ein bisschen risky. Ich hoffe, wir können danach auch wieder auffüllen alles. Aber. So, und du kommst da unten rein. So, Safe Zone Elite. Na Junge, was willst du? Hat er direkt schon Safe Zone Elite. Da, siehst du, der hat direkt schon Safe Zone Elite gekauft, weil das nur $8 kostet. Scheiße, wir haben den Preis nicht angepasst. Manager, Preisupdate, Safe Zone Elite. Wo ist es denn? Safe Zone Elite, 8. Die Sachen für 8 verkaufen wir für 13. Scheißendreck, das haben die jetzt wahrscheinlich alle da im Petto. Jetzt gemacht. Da, siehst du. Jetzt auch noch für 8 gekriegt. Ah ne, 8 haben wir ja schon drauf. Ah, jetzt gibt es für 13. Ja. So, ich muss mal gerade kurz hinter dem her. Der hat mir gerade was geklaut. Arschloch. Ist doch zu klauen. So, da sind wir wieder. Na, der Tag heute läuft, glaube ich, ein bisschen besser. Leider. Weil wird mir das sehr gut tun. Sehr viel Freude machen. Wenn Typen keiner einkaufen würde. So, aber Konkurrenz belebt das Geschäft. Da muss man ein bisschen flexibler sein, ne? Nicht wahr, nicht wahr. So, da läuft er. Ey, Dieb. Du hast auch nicht gekauft. Und was mit dir? Eine Kundin. Alles klar. So, jetzt haben wir schon 21 Uhr abends. Wo ist Defender Max? Ja, das wüsste ich auch gerne. Da ist er. Quatsch. Du Lümmel. Was hast du jetzt geklaut? Nix. Keine Ahnung. Ich kann es nicht finden. Vielleicht liegt es da gleich unter dem. Und der vom Rettungswagen geholt wurde. Ist er weg? Ja, aber das. Hier liegt doch nichts. So, was mit dir? Kann man. Enter, um den Tag zu beenden. Nee, nee, da steht doch noch ein Kunde und wir müssen erstmal wieder nachräumen. Nur weil der Laden zu ist, heißt das noch lange nicht, dass wir fertig sind. So. Oh, da müssen wir aber auch mal nachrüsten hier.
Dann die gelben Kabel. Jo, den haben wir voll. Sehr gut, da brauchen wir nichts nachkaufen. So, dann hier die Frauen-Handyhülle. Und die schwarze. Einen noch. Nachbestellen im Shop. So, gehen wir mal nach ganz oben. Also, hier haben wir noch 4 Stück. Da brauchen wir auf jeden Fall neu. So, da haben wir noch 14. Das funktioniert. Hier haben wir noch 3. Die brauchen wir neu. 5 brauchen wir neu. 12 ist ausreichend. Safe Zone Elite brauchen wir auch neu. So, und Protect Case, das haben wir noch nicht. Und Defender Max auch nicht. So, wenn wir jetzt hier kaufen, haben wir noch 53 über. Das heißt, wir können uns kein neues Regal kaufen. Erst wenn wir ein neues Regal kaufen können, können wir uns neue Produkte anlegen. Also so würde ich das machen. Jetzt müssen wir mal die... Du hast einen neuen Brief. Was ist das denn für ein Brief? Stimmt irgendwie die Bewerbung oder sowas. Daily News, ein Meteorit. Computermäuse haben begonnen. Was? Anzeichen von Unabhängigkeit zu zeigen. Einige von ihnen reagieren nicht mehr auf Klicks, andere bewegen sich plötzlich von selbst. Dies könnte ein Teil ihres Plans sein, das Büro zu übernehmen. Wenn sich ihre Mäuse seltsam verhalten, hat sich vielleicht schon den Rebell angeschlossen und muss ersetzt werden. Genau. Versuch eines Wiederherstellungsprotokolls. Fehler der Wiederherstellungsprozesse konnten nicht abgeschlossen werden. Produkt des Tages. Smooth Surface Elite. Alles klar. Dann müssen wir noch die Kartons von der Straße räumen, wenn nicht, dass da gleich ein Auto kommt. So, die müssen auch nachgerüstet werden. Der Rest kommt da in die Ecke. Müssen uns auch mal Gedanken machen hier. So, die und das da. Zack, zack. Bum, bum. Die hier noch gerade nachrüsten. Da. So, Regale voll. Der nächste Tag kann beginnen, oder wie war das? Regal sieht doch gut aus. Also ein bisschen wenig, aber Regal sieht gut aus. Alles klar, los, Enter. Also, diesmal hat man einen Umsatz von 421. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Produktkosten von 396. Also der... So, das ist das, was wir gekauft haben. Das ist ja nicht das, was wir verkauft haben für die Produkte, die wir... Also, das ist das, was wir neu bestellt haben. Das, was wir verkauft haben. Insgesamte Kunden. 21, zufrieden davon waren 8. Alles klar. Das ist nicht viel. Vielleicht sollten wir mal so ein bisschen auf die Bedürfnisse eingehen. Naja, wir werden schauen. So. Was mit dem Penner? Wo ist der? Da ist er. Ja, ich habe ich ihm $50 gegeben, eigentlich schon, ne? So, muss ja einmal neu starten wegen einem Fehler und vielleicht macht er seitdem dann die Story nicht weiter. Schade, weil wir könnten ja eigentlich den Laden hier mal... Nein, wir müssen einfach besser werden als die. Was? Oh, da steht jemand. Hallo. Schönen Tag. Da kommt wieder der Dieb. Wattstich. Blödmannsgeselle. Liegt er da hinter der Tür? Ja, tut mir leid. Manche Produkte können wir uns eigentlich noch nicht leisten. Können natürlich auch überall nur ein Produkt reinmachen und dafür dann mehrere Produkte, also immer auf einen, dann habe ich aber so viele Kisten hier stehen, muss immer nachräumen. Ja, diesen Laden empfehlen, sehr gut. Aber ja, ich werde gucken. Kommt wieder der klaut. Na du? Oh, den habe ich nicht erwischt. Was stehe ich? Wo ist das
Nur wie ist das Buggy, oder? Aber Quatsch. Naja, ist auch egal. So. Da kommt jemand. Ich glaube, die ist zum ersten Mal hier, oder? Hallo. Ja, hallo. Jetzt mal. Da. Was ist da? Also, willst du die Karte ein bisschen ausgleichen? Was? Für schlappe 250 Euro, Dollar, wahrscheinlich, mache ich das für dich. Klar. Pass auf, ich schlage mein Lager direkt vor diesem glänzenden Laden da drüben auf. Mit einem einzigartigen Duft verscheuche ich deren Kunden schneller, als sie Rabatt sagen können. Wenn ich fertig bin, wirst du 20% mehr Kundschaft haben. Was sagst du? Ja, ist ganz gut. Aber ich muss erstmal noch gucken, dass ich die 250 Flocken auch über habe. Natürlich jetzt mit dem neuen Produkt ist natürlich schwierig. So, erstmal neu auffüllen. Das sieht ganz gut aus. Wir haben schon 22 Uhr. Oh, das sieht auch noch ganz gut aus. Wir haben eigentlich nicht so viel verkauft. Oder ja, doch, geht, ne? So, an den noch nicht wegwerfen. Den muss ich auch noch gucken. Das sind die schwarzen. Aber auch noch. So, und dann kommen hier die hier noch. Achso, müssen wir jetzt den Karton aufmachen. So, da ist noch eins drin. Zack. Was willst du? Jawohl. Du auch noch ein paar Produkte durchziehen. Sehr gut. Das heißt, wir brauchen im Prinzip jetzt Produkt des Tages. Kabel, Daily News. Hallo, ich bin der nigerische Prinz Ahmed der Dritte. Ich bin gerade in London und kann nicht in mein Land fliegen. Bitte gib mir 100 Dollar, damit ich in mein Land fliegen kann. Wenn ich ankomme, gebe ich dir 1 Million Dollar. Das ist deine Chance, verpasse es nicht. Genau, so macht man Geld. Okay, jetzt machen wir es folgendermaßen. Also, ich brauche die gelben Kabel. Ah ne, halt, das nicht. Das hier muss ich hin. So, also nachkaufen. So, 14, 11. So, da muss ich einen nachlegen. Und da habe ich noch... Das heißt, ich brauche nur die, um nachzukaufen. Und wenn ich jetzt... Was hat gesagt, ich kriege 20% mehr Kunden. Naja, wollen wir mal gucken. Öffnen, nachlegen. Alles klar. Abstellen. So, so brauchen wir nicht mehr. Jetzt machen wir einfach nächsten Tag. So, heute hatten wir 16 Kunden. Das ist nicht viel gewesen, ne? Viele Kunden davon 7. Das ist aber dann wieder vom prozentualen Anteil relativ hoch. Und haben 260 Dollar Gewinn gemacht. Das heißt, die geben wir jetzt einmal hier dem Würstchen Willi. Whisky Willi. Accept. Alles klar. Alter, ja, der setzt sich jetzt hier genau vor den Eingang. Und die Leute kommen alle zu uns. Jetzt müssten wir eigentlich die Preise noch ein bisschen hochdrehen. Manager. Reisprodukte. Die machen wir auf 9. 9, 9. 14. 17. 14. So, hier die 8 Euro, die machen wir alle auf 14. Machen wir schon mal im Vorhinein. 12. Hatten wir schon mal was mit 12? Nee, ne? Aber 12 wären ja dann so um die 16. Nee, ein bisschen mehr, ne? Hier haben wir einen 10er, das kostet schon 17. 12 wäre ja dann 19, 18. Machen wir den auf 18, aber nicht 1000er. So, hier haben wir einen 17er, dann machen wir mal auf 25. 10 machen wir auf 17. Und 12 machen wir hier auf 18. So, genau. So, da steht schon wieder welcher an der Kasse. Ja, die Preise sind gesalzen, aber so ist das Leben eben.
Muss ja auch sehen, wo ich bleibe. Es gibt was. Oh Mann, man sieht das immer so kurz. Warte, wir waren doch an. Manager. Bewertung. Riecht wie Scheißgeist. ich habe eine Webcam. Jetzt ist es Zeit, wurde so registriert. Die Preise sind ein Witz. Die müssen denken, dass wir alle Idioten sind. Ja. Zu teuer. Dieses Gleitdeck Precision ist eigentlich zu teuer. Okay, dann müssen wir das ein bisschen günstiger machen. Das hier machen wir auf 13. Also das heißt, die 8er machen wir auf 13. Sonst, Homo, irgendwas ist auch zu teuer. Ja, wir machen mal, also 10er machen wir dann noch auf 16, das ist der äußerste. Alles, was 10 im Grundpreis hat. 16. Ach, guck mal, da kam gerade die Schwester rein. Man sieht das immer nicht. Was sie sagen. Aber es läuft ganz gut, so wie es aussieht. Der Typ sitzt da und räkelt sich vor der Tür. Geil. Was hast du gesagt? Ah, scheiße. So kurz Winkel zeigt. Ja, da kommt noch hier Milli Vanilli. Achso, müssen wir abkassieren. Ching. Ach, jetzt kommen noch ganz viele. Kurz vor Ladenschluss. Bin fast ausgeraubt hier. Ausverkauft. Von Lauda. Ich werde den Laden. Die sind alle sehr zufrieden. Sehr gut. So, da wollen wir mal gucken. Regale fast leer. Und wir kaufen nach im Shop. So, hier haben wir noch 7. Das heißt, es ist nicht ganz ein Ding voll. Ja, 3 müssen wir auf jeden Fall nachkaufen. 5 müssen wir nachkaufen. 4. So, das sind die 6 Produkte, die wir haben, ne? Okay. Das heißt, wir haben noch 231 über. Das heißt, den und den können wir wahrscheinlich auch noch. Kaufen wir jetzt erstmal. So, was haben wir? 19, 19, 15. Alles klar, das sind auf jeden Fall, bis auf den hier sind alle Regale dann wieder voll. So, hier ist der Karton leer. So, der hier. Karton auch leer. Der Karton ist auch leer. So, das heißt, wir nehmen den hier. Sehr gut. Eigentlich klappt das jetzt richtig gut. Hoffe. Wir machen schnell ein bisschen Geld, damit wir ausbauen können. Vielleicht ein Lager oder auch mehr Produkte anbieten. Mehr Produkte wäre, glaube ich, noch wichtiger als ein Lager. Also wir haben jetzt 111 über heute. Wenn wir 300 über haben, können wir mal ein neues Regal kaufen und dann neue Produkte ausprobieren. Neue Produkte wäre schon sehr cool. Wo habe ich denn hier fallen lassen? Das ist die nächtliche Übermüdung hier. Zack. So. So, ach so, jetzt müssen wir erstmal den nächsten Tag. Enter. Also diesen Tag hatten wir 20 Kunden und 11 davon waren zufrieden. Das waren über 50%. $407
Einkauf, das ist auch nicht schlecht. Was ist denn für Upgrade? Was haben wir denn für ein Upgrade gemacht? Ach, wir haben dem Typen das gegeben. Alles klar, nächster Tag. Jetzt sitzt er nicht mehr da. Hallo. Und zack, rennen sie weg. Was ist mit ihr hier? Hallo. Hallo. Warst du nicht gestern bei mir? Und du? Hast auch gestern bei mir eingekauft? Ja, wir kennen uns. Du warst in meinem Laden. Du auch. Mit Schwester. Jo. Da steht schon wieder einer an der Kasse. Hup, hup, hup. Ja, so ist das. Zack, ist der Laden drüben wieder. Ja, genau. Kauf du noch hier ein. Ist ja gerade bei mir aus dem Laden gegangen. Da kommt er rein. Hier gibt es nur das Beste vom Besten. Genau. Hallo, Nadu? Nadu? Immer schön freundlich zu den Leuten sein. Na siehst du, dann freuen die sich auch. Da ist der Whisky Willy. Also mit ihm? Achso. Ich wollte, was? Irgendwas konnte er kaufen. Was da war. Alles klar. Na, was nimmst du? Ich glaube, dieses schwarze Handy ist im Moment wieder Produkt des Tages. Kann das sein? Product of the Day? Nee, das sind Sachen, die ich nicht habe. Schade. Ich könnte natürlich auch ein bisschen umräumen, ne? Anderen Seite. Also nichts von verkauft worden. Von dem aber. So. Von dem auch, oder? Ja. Aber es war alles in allem ist es nicht viel gewesen, was wir verkauft haben. So. Hallo, junge Frau. Na du? Du willst auch hier einkaufen, ne? Na moin. Und moje und moje und hallo. Ja, ja. Hopp. Oh, guck mal, und wenn du, cool, wenn du die ansprichst und schön Hallo sagst, so. Weißt du? Was ist denn mit ihm hier? Ja, der, ich hab was, was. Nee, hab nicht, was der haben wollte. So, und dann haben die auch alle, ich werde diesen Laden weiterempfehlen. Genau so muss das sein. Schöner kleiner Laden. So, die Weißen hier. Immer noch nichts da. Schwarze. Der ist leer. Upp. Hallo, was können wir für Sie tun? Jawohl. 18 Dollar bitte. Was mit dir? 29, 42 Dollar, Junge. Ja, macht aber richtig Rabatz. So, die wieder auffüllen. Ah, das ist leer. Zack. Oh, Willi. Kann man auch auffüllen, das ist nur einer. Ihr willst Karton haben. Er hat die nächste Attacke geplant, glaube ich. Oh, hier ist nichts mehr drin? Nee. Dann kann man es wegschmeißen. So. Die Sache läuft gut, aber wir können noch einen draufsetzen. Wie wäre es mit einem kleinen Überraschungsparty?
Ich schmeiß einen schönen fetten Stein durch deren Fenster. Scherben überall, die Kunden machen sich vor Angst in die Hose und kommen zu dir gerannt. Nur 500 Euro mehr und deine Zahlen schießen in die Höhe. Bist du dabei? Ja, gerade noch nicht, Willi. Ich muss erstmal gucken, ob ich jetzt was nachkaufen muss. Ja, muss ich. Und zwar die hier. Bei 120, dann bin ich... Oh nee, dann bin ich nicht mehr bei 500. Aber vielleicht danach. Und dann könnten wir mal darüber reden. Beziehungsweise... Ja, ich glaube schon. Das könnte man machen. Deko? Ich habe kein Deko. Personalisieren. Ach, da kann man hier so... Das ist gut. Lagerung. Kann man hier Updates kaufen für 2000? Boah, junge Vater. 30.000. Das ist schon... Und da kann man den Laden vergrößern. Also das hier geht ein bisschen weiter nach hinten. Im Moment geht er ja nur bis hier, bis zu dieser Tür. Und dann geht er noch ein bisschen weiter nach rechts rüber. Dann kriegt er da noch einen rein und da noch. Und da und da. Und dann hat man, boah, alter Schwede, da hat man so einen Riesenladen wie die drüben. Für 25.000. Beziehungsweise man muss ja immer ein Stück bei, also Step by Step vergrößern. Oh, das, unsere Ware steht noch mit auf der Straße. Step by Step vergrößern und dann ist es ja viel, viel mehr als nur 25.000. So. Die Regale sind ziemlich gut gefüllt. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Nicht wahr? Im Techstore Simulator. Also im nächsten Spiel. Am nächsten Tag im Spiel, im Game. Und diese Folge wird rauskommen, das weiß ich noch nicht genau. Ich weiß nicht genau, in welchen Abständen, aber ich denke, zweimal die Woche wird eine Folge rauskommen. Und ja, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Wer bis hierhin geschafft hat, darf auch gerne abonnieren. Jetzt schon die zweite Folge. Ja. Und in der dritten Folge werden wir mal sehen, ob wir es hinkriegen, dass er da einen Stein ins Fenster schmeißt und die Scheibe kaputt geht. Alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.